Ey. Sag mal, hast du nicht ein Paket bekommen? Hallo. Was gibt's? Was machst denn du? Sag mal, hast du nicht ein Paket bekommen? Ja, ich habe ein Paket per Post bekommen, richtig. Ja, willst du das Paket nicht mal auspacken? Nee, ich habe keine Lust, es auszupacken. Ich habe keine Idee für ein Intro. Weißt du denn, von wem das Paket ist? Von wem? Weiß ich nicht. Habe ich gar nicht geguckt, von wem das ist. Ja, das ist nämlich von einem deiner treuesten Soldaten. Was? Von einem Soldaten? Ja. Okay, das verleiht diesem Paket natürlich Priorität. So sollte das auch sein. Ja, ich werde es gleich auspacken. Nun, dann mal los, ne? Zack, zack. Alles klar. Oh ja, ein bisschen kann ich ja noch Pause machen. Nun sind wir weg. Gehen wir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Ja, diesmal vom guten Micha. Der gute Micha F. Den ein oder andere von euch ja vielleicht kennt, ne? Treuer Soldat der AO Army. Keine Ahnung, was mich hier jetzt erwartet. Aber, ja. Ich bin gespannt, er hat mir schon vorher geschrieben, da ist wohl offenbar was von meiner Wunschliste drin und er packt noch ein bisschen was anderes rein. Also ein Paket von der Front an die Front. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich hier jetzt erwartet. Ich vorsichtig, ich will nichts kaputt schneiden, immer nur mit der Spitze. Ich muss es ein bisschen anders halten, dann ist das ein bisschen weniger gefährlich, dass ich hier da richtig, ne? So. Gut, hat geklappt. So. Ich müsste mir auch mal ein Teppichmesser zulegen, echt. Ich muss eigentlich mit meinem Alten mal quatschen, ob er da eins übrig hat. Da müsste eigentlich eine ganze Menge rumfliegen haben. Die haben da ein Zettelchen, oh! Ich zeige euch mal hier von oben, Moment. Ich zähle mal Seite hier so, das ist also nochmal ein Polster verpackt. So, hier steht was drauf und zwar hier das kleine Paket für dich, Tommy. Hoffe, dir gefällt es. Ist was von deiner Liste und so ein bis zwei Filme. Und weiter starke Nerven weggetreten. Ja, danke. Es geht nicht darum, Glück zu haben, sondern Glück zu erkennen. Steht noch unten drunter. Vielen lieben Dank, Micha. So, dann schauen wir mal, was mich hier jetzt erwarten tut. Nee. So, was zum Teufel? Ja, was ist das? 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 John Carpenters Die Klapperschlange. Okay. In einem Steelbook. Auf Blu-ray offenbar. Den habe ich schon auf Blu-ray, ja. Ich hoffe, du hast den jetzt nicht extra gekauft. Habe ich den auf meiner Liste? Ich hoffe nicht. Ich habe den ja, wie gesagt, schon auf Blu-ray. Ne? Da will ich mal schauen, ob ich da jemand eine schöne Freude machen kann. Ja, das ist eine geile Edition, muss ich ja wirklich sagen. Wobei, fast ein bisschen zu bunt, oder? Fängt das jetzt die Stimmung von dem, kann man das hier abmachen? Wir werden nichts kaputt machen. Ne, lass mal lieber drauf. Das fängt ja nicht wirklich die Stimmung des Filmes ein. Sieht aus wie Flash Gordon oder so. Oh, naja, gut. So, dann haben wir hier Pain and Gain mit Mark Wahlberg und Dwayne Johnson. Habe ich noch nie gesehen. Ist das nicht ein Sportfilm? Keine Ahnung. Sagt mir jetzt spontan nichts. Ja, mit The Rock und Mark Wahlberg, wie gesagt. The way to prove yourself is to better yourself. That's the American Dream. Ha, ha, ha. Ist das nicht irgendwie ein Film über das Pumpen oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Na ja, gut. So, dann haben wir hier noch
gut versteckt ein paar andere Sachen. Dann haben wir hier erstmal Extended Director's Cut von Wahrheit oder Pflicht. Der könnte tatsächlich von meiner Liste sein. Ist das Truth or Dare? Ist das nicht dieser wo sie dieses blöde... Ist das nicht mit Jeffrey Combs und so? Oder nicht? Oder doch? Oder wie? Ich muss gleich mal recherchieren. Ich habe da gerade irgendwie... Warte mal. Darsteller. Blumhouse Truth or Dare. Vielleicht war das auch einer, den ich dann gar nicht so gut fand. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mal recherchieren gleich. Dann haben wir hier... Geil! Da freue ich mich. Das wird ja wahrscheinlich sein, der Film, den du meinst, ne? Die Neon Maniacs. Das ist einer von diesen klassischen 80er Horrorfilmen, die ich immer haben wollte. Ich hatte den dann damals wirklich mal geschafft zu finden auf VHS. Ich weiß allerdings bis heute nicht, ob der geschnitten war. Fällt eigentlich ein bisschen in die Kategorie Slasher, ist aber monströs genug, um für mich auch als Monsterfilm durchzugehen. Ja? Weil die Killer, um die es hier geht, das ist halt deine ganze Horde von Serienkillern, sind halt alles Mutanten, Monster und so. Ja? Den fand ich als Teenager ziemlich geil, den Film. Da bin ich gespannt, den zu rewatchen. Vielen lieben Dank, sehr geil. Das haben wir hier noch. Alter! Ist hier nicht teuer wie Kacke, Mann? Bist du des Wahnsinns? Ja, ebenfalls von meiner Liste. Ein absolut großartiger Film. Ich freue mich so sehr, dass der jetzt endlich einen Release hat. Ist das... Jetzt bin ich gerade kurz ein bisschen verwirrt. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Wie heißt er denn noch, Mensch? Von Death Machine. Oh Gott. Nachtschicht, Stephen King. Der Anführer der Rattenjäger da. Wie heißt dieser? Stimme von Chucky. Verdammt! Heute ist mein Namensgedächtnis richtig im Arsch. Werdet ihr auch noch in einem anderen Video sehen. Ich habe nämlich gerade eine Slane-Reaction gedreht. Kommt heute Abend, heute Nacht irgendwann. Ich muss das zeitlich alles hinkriegen. Oh, glaubst du, ich komme so auf diese blöde Arschloch heißt? Der sieht jedenfalls hier so aus. Nicht Gary Sinise. Hier steht Jeff Fahey drauf, ja. Das ist mir klar. Das ist ja der Hauptdarsteller in diesem Film. Aber das ist doch hier... Da, der da. Da ist doch der Death Machine, die Stimme von Chucky und bla. Warum steht er hier nicht drauf, dass ich den Namen mal weiß? Verdammt. Auf jeden Fall ist das Body Parts. Dieser Film ist richtig gut. Einer der besseren, abgefahrenen Thriller. Ja, da geht es halt darum, da ist ein Typ, der wird komplett in seine Einzelteile zerlegt. Ein Killer. Der wird komplett in seine Einzelteile zerlegt. Dann wird er irgendwie wiedergeboren, glaube ich. Und will dann die Körperteile wieder haben. Diese Körperteile werden verwendet als Organspende. Also heißt... Da ist ein Typ, der hat ein Bein verloren, der kriegt dann dieses Spendebein. Ja, jetzt ist der Killer wieder geboren und holt sich sein Bein zurück. Versteht ihr? Total geil. Also ich habe den jedenfalls sehr geil in Erinnerung. Freue ich mich drauf, den zu rewatchen und dann hier in dem fetten Media. Ich glaube, anders gibt es den auch gar nicht. Ne? Deswegen ist das wieder so ein Limit, ist das limitiert. Ist mir eigentlich immer egal. Hier steht auch nichts drauf, ist mir auch wurscht. Ich hoffe ja, dass das nicht limitiert ist, weil das ist ein Film, den sollte sich auch jeder ins Regal stellen können. Problem dabei ist natürlich wieder Mediabook. Ne? Was meine ich da jetzt mit? Das Größenverhältnis und das Platzverhältnis im Vergleich zu einer ganz normalen Blu-ray. Bringt doch solche Filme auch gleichzeitig als ganz normale Blu-ray für einen erschwinglicheren Preis, dann ist das gut. Naja, dann haben wir hier noch eine Staffel und zwar erstmal hier, habe ich jetzt glaube ich zum vierten oder fünften Mal diese Edition. Kill Bill 1 und 2. Moment mal. Oh, ja. Das ist ein Update. Ich habe den nämlich in der gleichen Edition, aber auf DVD, nicht auf Blu-ray. Dann warte ich natürlich diese Fassung. Das ist natürlich ja, super. Gut. Dann haben wir hier, der ist auch von meiner Liste. Es gibt, ich vergesse, tut mir leid, ich vergesse immer den Namen dieses Kanals. Es gibt einen Kanal, da sitzen Special Effect Spezialisten auf einer Couch und schauen sich von irgendwelchen unbekannteren Filmchen Special Effects an. Ja, CGI Spezialisten gucken sich CGI Effekte an. Handmade Practical Effect Spezialisten gucken sich ja, Handmade Kreatur Effekte an. Oder Martial Arts Kämpfer gucken sich irgendwie Choreografien von Filmen an oder Leute, die mit Schnitten sich ausgehen. Das ist, die haben einen ganzen Kanal voll mit solchen Bezeugungen. Und da habe ich das gesehen hier. Da ging es um CGI-Effekte. Das ist ein russischer Kriegsfilm, T-34, das Duell. Und hier geht es halt um Panzerkampf. Ja? Panzer, die sich bekämpfen. Und es ist so optisch beeindruckend gemacht, wie diese Panzerkugel in Zeitlupe aus dem Feuerrohr rausfliegt und in Zeitlupe alles zerstört. Es ist technisch so geil gemacht. Alleine deswegen wollte ich diesen Film schon haben. Und ich habe auch gelesen, dass er auch filmisch gar nicht so scheiße sein soll. Freue ich mich. Danke, Micha. Was denn noch, ey? Alter, bist du bekloppt, Mann!
Ein Glück, das war's. Ich kriege ja noch einen Herzinfarkt. Uncut Limited Steel Edition. What the fuck? Der ist ab 18? War der ab 18? Ich hab ja nur gestreamt. Beim Stream siehst du ja keine FSK-Freigabe. Okay. Na gut, wegen dem Ende, ne? Ja. Okay. The Special. Geil, Mann. Alter, du haust mich hier ja um. Bin ich mir den Tränen nahe hier. Heilige Scheiße, ich fand den großartig, den Film. Obwohl das nur ein ganz kleines, pissiges Indie-Filmchen ist. Mit günstigsten Mitteln auch nicht wirklich geil geschauspielert, aber einfach diese abgefahrene Idee und auch so ein bisschen die technische Umsetzung Handmade-Effekte mäßig, vor allem nachher das Finale, großartig, ich liebe so eine Scheiße, ne? Das Finale geht halt so ein bisschen nach, ich will nicht spoilern. Aber super, Alter, Mann, und dann hier im Steelbook, Alter Schwede, Mann. Oh, jetzt hör ich wieder schlechtes Gewissen, ey. Hast du dich in Unkosten gestürzt oder was? Bist du das Wahnsinns? Nein, du hast die bestimmt alle gekauft, die Filme, und gesehen. Oh ne, die sind ja verpackt. Oh, scheiße. Und dann gesagt, nee, ist nichts für mich, schick ich ins Leben. Nein, die sind ja alle verschweißt. Oh Gott. Ja, vielen lieben Dank für dieses verspätete Weihnachts- und Vorabgeburtstagsgeschenk. Alter Schwede, das kriege ich schwer, wegen des Deals. Ja, jetzt bin ich angefixt. Jetzt habe ich wieder Bock, Filme zu gucken abends. Ne? Ich habe ja neulich erst was bekommen, das habe ich auch schon geschaut. Der kleine Dicke mit dem Superschlag, zum Weihnachten habe ich den ja bekommen. Und ich wollte dann eigentlich ein Thema draus machen und nur Asia-Klassiker gucken. Habe dann als nächstes einen Jackie Chan-Klassiker geguckt und dann dachte ich mir, nee, ich glaube, ich höre wieder mit dem Thema auf. Oh, der war echt nicht gut, ey. Jackie Chan-Film, der echt eigentlich nicht besonders gut war. Aber naja, diese alten Dinger, ne, da hatte Jackie Chan halt noch nicht so seine Hände im Spiel, denke ich mal. Naja, aber dazu sage ich an anderer Stelle mal was. Ich denke mal, das nächste Feedback, das von mir kommen wird, das wird random. Der wird kreuz und querbeet alles sein. Und danach, ja, groß geht raus an Wacky, danach mache ich den nächsten Part Feedbacks, sind dann Musikbiografiefilme. Da habe ich ja von ihm extra einiges bekommen. Und da stehe ich auch ein bisschen in der Schuld, deswegen mag ich das eigentlich auch nicht, wenn man mir Filme schenkt und dann erwartet, jetzt mach aber mal was dazu. Ja, du bist dann immer so ein bisschen unter Druck und ich bin nicht gerne unter Druck, ja. Aber ich glaube, Wacky hat auch gesagt, lass dir damit Zeit, wenn es passt, dann passt es. Und ich, ja, es passt halt demnächst einmal. Ja, also wir haben hier keinen Ausfall. Nö, eigentlich nicht. Ja gut, Klapperschlange habe ich halt schon. Ich muss nochmal recherchieren, ob hier irgendwas speziell dran ist an dieser Edition hier. Inhaltlich. Oder ob hier einfach nur die gleiche Blu-ray drin ist, die auch in meiner, die ich schon habe, drin ist. Und es ist einfach nur die Verpackung, die hier jetzt neu und schick ist. Ja, dann muss ich nochmal gleich mal... Vielleicht weiß das ja auch einer von euch, dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. So, also dann, das war ein kleines Mystery-Unboxing. Vielen, vielen lieben Dank, Micha. Du hast mich absolut überrascht. Da habe ich heute überhaupt nicht mit gerechnet. Holla die Waldfee. Puh. Tja. Bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Okay, gut. Dann viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell.